Hier hat ein Böller, China Böller D aus Belgien. Das sind auch Retro-Böller. Bevor die Funke- und Konsortenwelle losging. Die müssten allerdings BKS haben. Die Visco habe ich mir mal besorgt, beziehungsweise von der Rolle abgeschnitten, weil ich weiß, dass die Dinger sehr, sehr, sehr schnell zünden. Schönes Design, graue Lunte, vorne mit Gips, hinten gestopft. Ich habe mal ein bisschen improvisiert, mal gucken, ob es klappt. Super! Also die Visco funktioniert. Zweiter Versuch. Ja, die sind echt heftig. Wollen wir noch mal versuchen. Scheiße, Mann. Totales Geschnipsel, Blitzknall, heftige Sache. Und gefährlich. So viel zum Thema Retro-Böller. Ciao.